Afrika, Freunde, und herzlich willkommen am 1. Mai, heute an einem Sonntag. Und so mancher wird sich diese Woche bei den Upload-Tagen gedacht haben, hängt die Steffi irgendwie einen Tag hinterher? Und tatsächlich, so war es irgendwie. Also durch das Live-Hangout am Montag hatte ich mich dann dazu entschlossen, das nächste Video nicht Dienstag, sondern erst Mittwoch und dann nicht Donnerstag, sondern Freitag. Und dementsprechend kommt jetzt eben auch die Bücherwoche am Sonntag. Bei mir ist jetzt allerdings schon Samstagabend und ja, da ich heute, denke ich, ja, vielleicht noch ein bisschen was lese, aber jetzt nichts mehr abschließe, weil ich heute Morgen das letzte Buch dieser Woche abgeschlossen habe, dachte ich, drehe ich es einfach so, könnt ihr vielleicht schon beim Sonntagsfrühstück dieses Video genießen. Und es sind vier Bücher, es sind zwei E-Books, ein Taschenbuch und eine Kurzgeschichte, die ich über das Audible-Hörbuch-Abo gehört habe. Und wir starten mit Pandora von Eva Siegmund. Ja, richtig. Das war das Buch, was ich ja schon letzte Woche ganz kurz angerissen hatte, das ich beendet habe. Dann ging es ein bisschen parallel weiter und zwar habe ich dann beendet, ich glaube direkt eher noch, Nimmerherz von Erik Kellen, der dritten Teil der Reihe. Ist ja High Fantasy und ich, ja, bin schon jetzt hin und weg, das kann ich euch sagen. Dann habe ich von der lieben Gabriela Engelmann Wildrosensommer gelesen, das jetzt auch Ende des Monats erschienen ist. Und ja, als letztes, so ein bisschen parallel, habe ich dann eben das Hörbuch von Juju Moyes Nachts an der Seine gehört. Und ja, es sind vier Bücher. Ihr findet natürlich unten in der Infobox, wann es mit den jeweiligen Büchern, den Rezensionen losgeht, auch wenn das restliche Blabla startet. Und ja, ich denke, wir fangen direkt einfach mal an, und zwar mit Pandora. Das Buch von Eva Siegmund trägt den Untertitel Wovon träumst du? Ist Mitte April im CPT Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, hat knapp 500 Seiten, kostet als Taschenbuch 12,99 € und als E-Book 9,99 €. Und mir hat hier nicht nur das wunderbare Cover gefallen, was ja wirklich sehr, sehr schön ist, sondern auch die Idee, dass es irgendwas mit den Träumen auf sich hat. Und ja, da hat mich der Klappentext so angefixt. Die Geschichte ist ein bisschen Science Fiction, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Jugendbuch, definitiv. Also wir haben da so ein gemischtes Genre, wie ich finde. Es ist nicht ganz eindeutig klar, einem Genre zuzuordnen, wie ich das persönlich sehe. Ja, wir haben hier zwei Mädels, und zwar Sophie und Liz. Und Sophie lernen wir, wenn ich mich recht erinnere, zuerst kennen. Sie lebt relativ als normales Mädchen in Berlin, lebt bei ihrem Vater, der ist alleinerziehend. Ich glaube, die Mutter ist gestorben oder sind die geschieden, ich weiß nicht mehr genau. Und als zweiten Charakter haben wir dann Liz, die wiederum auch in Berlin wohnt, aber ein bisschen gehobenere Eltern hat, also sehr reiche, sehr viel unterwegs sind die auch, und sie lebt eher mit den Dienstleuten. Und beide kennen sich nicht bis zu einem Termin beim Notar. Und stellen dort fest, wir sind irgendwie verwandt. Und wir sind nicht nur Verwandte, nein, wir sind Zwillinge, die getrennt wurden, als der echte Vater sozusagen die Mutter umgebracht hat. Und es ist jetzt aber kein, also es ist natürlich auch ein Kennenlernen der beiden, aber der Hintergrund ein bisschen der Geschichte, weswegen es in die Science Fiction geht, ist eben, dass man in dieser Zeit keine Smartphones mehr benutzt, sondern Smartpods. Und die lässt man sich im Grunde einpflanzen. Und es gibt eben unterschiedlichere, die etwas gehobeneren, reicheren Leute lassen sich den eben werbefrei einpflanzen. Und die etwas normaleren, ärmeren sozusagen, dass er nicht ganz so teuer ist, haben den eben mit Werbung. Und ja, was dieses Gerät eben alles kann, es ist wirklich wie ein Smartphone im Kopf. Man kann damit telefonieren, man kann sich Notizen machen, man kann Nachrichten verschicken, man kann Google, man kann eigentlich alles. Und man ist auch jederzeit über eine Art Facebook miteinander verbunden und kann dann da eben auch miteinander kommunizieren. Also das ist schon sehr, sehr coole Idee. Aber es gibt natürlich auch in diesem Fortschritt sozusagen etwas Nachteiliges, und das ist eben, dass man durch die Werbung und was da eben nachts auch in den Träumen einem gezeigt wird, irgendwie unterbewusst, ja, im Grunde zu irgendetwas verleitet wird. Und ja, dann lernen wir auch noch den Sandmann kennen.
Und der möchte so ein bisschen scheinbar die Weltherrschaft. Und ja, wir haben also diese zwei Mädels, aus deren Perspektive wir die Geschichte auch kennenlernen, auch sie jeweils sich gegenseitig kennenlernen und eben dieses Science-Fiction-mäßige, was doch sehr interessant war. Mich hat das Buch wirklich recht lange an eine Fortsetzung von Coherent von Laura Newman erinnert. Hier hatte man ja auch schon ein Mädchen, das eben ja mit der digitalen Welt und mit Elektrogeräten sich ja irgendwie kommunizieren konnte. Und mich hat das wirklich anfangs sehr daran erinnert, dass jemand die Idee von Coherent weitergesponnen hat. Es ist nicht abgeschrieben oder sonstiges, das will ich damit nicht sagen, sondern ich hatte wirklich so den Eindruck, juhu, es geht in diese ähnliche Richtung mit dieser Kommunikation und da spinnt die Idee eben einfach jemand weiter. Und das finde ich durchaus positiv, das ist auch wirklich positiv gemeint, weil ja Coherent im Grunde nur den Anfang bildet und sozusagen jetzt weitergeht. Das bedeutet für alle, die ja, Pandora gut fanden, ist vielleicht auch Coherent tatsächlich ein Buch. Pandora, ja, was soll ich sagen? Es war ein gutes Buch. Ich fand den Stil sehr gelungen. Mir hat die Idee dahinter unglaublich gut gefallen. Wie nimmt das eben auf uns Einfluss? Wie leicht ist unser Unterbewusstsein ja im Grunde zu beeinflussen? Und welche Wege wird es da geben? Und so unrealistisch ist diese Geschichte ja nicht, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da so manche Idee in der Welt gibt, die sich das eben genau vorstellen kann. Weil was soll jetzt nach den Smartphones tatsächlich noch kommen, wenn nicht irgendwas, was wir tatsächlich irgendwie mehr oder weniger noch mehr bei uns haben als die Smartphones? Also es wird, denke ich, da zukunftsmäßig auf jeden Fall irgendetwas geben. Was mich ein bisschen gestört hat, waren zu viele Geschichten in einer Geschichte. Wir haben hier die Zwillinge, die sich irgendwie gerade kennenlernen, die aus unterschiedlichen Welten kommen, die dann wieder das Geheimnis ihrer Eltern irgendwie klären wollen, aber natürlich auch das typisch Jugendliche haben. Wir haben daneben diese Science-Fiction mit diesem, was passiert in unseren Träumen. Wir haben den Sandmann, der eben wieder etwas ganz anderes irgendwie an Geschichte ist. Und wir haben jeden Geschichtsstrang irgendwie in einer Geschichte. Und mir persönlich kamen da die Einzelgeschichten einfach zu kurz. Und ich fand, ich hatte manchmal das Gefühl, das ist einfach, man wollte zu viel in eine Geschichte packen, weil all diese Geschichtsstränge ergeben ja an sich vielleicht sogar schon, oder zwei davon, eine große Geschichte. Und mir war es zu viel Geschichten auf 500 Seiten. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe mir manchmal gedacht, man war noch gar nicht mit der einen Szene und der einen Storyline fertig und schon ist man irgendwie in die andere geworfen worden. Was relativ gut war, war dieser Perspektivwechsel. Also man wusste wirklich immer, wer man ist, wo man ist, wann man ist, was ich immer wichtig finde. Und fand aber auch hier den Wechsel der Perspektiven manchmal unnötig, weil sich beide Mädels am gleichen Ort irgendwie wiedergefunden haben und man mitten in der Szene manchmal so rausgerissen wurde und jemand und dann die andere war. Und man fragt sich, warum muss jetzt die Geschichte weitererzählen und kann das nicht die machen? Also es war mir manchmal ein bisschen zu viele Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Und ich fand den wie die Geschichte erzählt wird, sehr schön. Ich fand es eine sehr lebendige Wortwahl. Ich fand es, man konnte es sich vorstellen. Mir war es wirklich zu schnell und teilweise eben auch dann zu abrupt. Und das war so ein bisschen was mich wirklich so ein bisschen gestört hat. Was so den Lesefluss auch manchmal einfach unterbrochen hat. Also es war eine gute Geschichte, absolut, es war spannend, interessant, ich fand auch die Charaktere gut, aber durch diese Schnelle ist man natürlich gar nicht tief in die Charaktere gekommen und hat die Entwicklung auch gar nicht so gespürt und mitgenommen, wie ich es gerne bei Protagonisten eben einfach habe. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Ich denke, wenn man vielleicht nicht alles auf einmal erzählen wollen würde, hätte man vielleicht tatsächlich eine etwas rundere Geschichte für mich zumindest hinbekommen. Also das ist so mein Eindruck und ja, der Funke hat so ein bisschen bei mir gefehlt, um es wirklich zu einer ganz, ganz tollen Geschichte werden zu lassen. Also eine gute Geschichte, wer sowas mag, auch Kaufempfehlung, gar keine Frage, guckt euch das Buch mal an. Gerade wenn man eben diesen Science-Fiction-Faktor sehr gerne mag und was halt gar nicht so viel Fiktion eigentlich ist. Es hat aber eben für mich persönlich eben einfach ein paar Schwächen. Das war leider so. Dagegen das nächste Buch hat für mich gar keine Schwächen. Ich glaube, ein absolutes Mitmonats-Highlight ist der dritte Teil der Nimmerherz-Reihe, Das Blut der Roa von Erik Kellen.
ein dritter Teil, wie er schöner nicht sein kann. Erschienen ist er Ende März, hat knapp über etwas 500 und hat etwas über 500 Seiten, so um die 508 hat es mir angezeigt. Taschenbuch liegt bei 13,80 und das E-Book bei 3,99, ein absolutes Schnäppchen. Der erste Teil war Roter Schnee wird fallen und der zweite Der lange Weg des Windes. Und die Widmung hat mich direkt wieder vom Hocker gerissen. Vielleicht ist Sterben nicht fortgehen, sondern ankommen. Nur mit einem anderen Namen. Und ist das nicht schön? Ja. Was mir direkt zum Einstieg unglaublich gut gefallen hat, ist, dass es eine ganz kurze Zusammenfassung von Teil 1 und eine kurze Zusammenfassung von Teil 2 gibt. Das, finde ich, hat wirklich Eric Kane ganz, ganz toll hinbekommen. Er hat hier wirklich die Quintessenz aus den Geschichten genommen und so mal die Charaktere näher gebracht. Ich meine, es ist halt schon ein Stück her. Wenn man immer rein liest, während sie gerade rauskommen, ist natürlich alles nicht mehr ganz so aktuell, wie wenn man einfach alles ineinander wegliest oder vielleicht nur einen Monat dazwischen liegt. Und so fand ich es wirklich toll, dass er das so ein bisschen aufwärmt und fand ich wirklich toll, dass er das auch kennzeichnet, Teil 1, Teil 2 und dann kam Teil 3. Und diese Reihe hat mich ja von der ersten Stunde an begeistert. Ich habe ja, glaube ich, im August damit angefangen mit dem ersten Teil und ich bin hin und weg von dieser High-Fantasy-Geschichte. Ich mag die Welt, die Eric Kane geschaffen hat, ich mag die Charaktere, ich mag die Legende um dieses Nimmerherz. Ich finde es toll, dass man ja, Legenden erfährt, immer am Kapitelanfang, Lieder erfährt, Gerüchte, die erzählt werden, dass das alles so ist wie aus einer Welt, wie aus einem Guss, wie wenn es diese Welt wirklich gibt. Und das ist immer für mich perfekte High Fantasy, wenn man sich angekommen fühlt und wirklich spürt oder den Eindruck hat, wie wenn der Autor diese Welt bereist hätte und uns mitnimmt. Und egal, ob es dann Herr der Ringe ist, Game of Thrones ist, es ist einfach unglaublich toll, auch hier bei Nimmerherz, wie es Eric Kane schafft, mich mitzureißen. Und es braucht 5 Seiten und ich bin drin und ich fiebere mit und ich leide mit und ich freue mich und ich lache mit und ich fühle mich wie auf einem anderen Planeten und wie wenn ich aber da schon immer hingehöre. Ich fühle mich da zu Hause und es ist einfach toll. Er schafft es auch mit dem dritten Teil. Ich kann natürlich nicht so viel zur dritten Story erzählen. Ich will ja keinem irgendwie spoilern. Deswegen, die Geschichte geht nahtlos nach der zweiten weiter. Wir sind nach wie vor auf der Suche und von diesen 3 Charakteren, die wir haben ja einmal Asha, der ja im Grunde diese Legende des Nimmerherzes uns erzählt. Ohne zu viel zu verraten. Wir haben Tani, die ja seine Schwester ist und die eben auch so in dem ein oder anderen Problem unterwegs ist und eben ja den Norden jetzt schützen muss und verteidigen muss. Und das auf sehr, sehr dramatische Weise. Und wir haben Ribanna, die in Quell ist. Das ist der Ort eben. Und mit der hat es eben einfach auch so ein bisschen was auf sich. Und bei der ist es halt so, sie verliert, glaube ich, so langsam den Mut und ja. Also wir haben diese 3 Hauptcharaktere, die eine unglaublich tolle Geschichte erzählen, die mitreißend ist, mich wirklich mitnimmt, lebendig. Ich habe Bilder vor Augen. Es ist, wie wenn ich diesen Menschen schon begegnet bin, diesen Charakteren. Und ich fühle mit ihnen, ich leide mit ihnen, ich freue mich mit ihnen, ich schmunzel bei dem einen oder anderen Spruch und jeder Charakter ist so anders und es ist einfach so eine Vielfalt an Charakter und die gehen so tief und man hat wirklich das Gefühl, die gibt es und jemand beschreibt die. Und das ist unglaublich, mit welchen tollen Worten er das wirklich schafft. Und es ist, mich hat es total begeistert. Also ich fand den ersten Band schon mega. Ich liebte den zweiten und ich liebe jetzt auch den dritten Band und ich freue mich unglaublich auf den vierten, der ja irgendwie Sommer, Herbst erscheinen wird und dann der Abschluss der Reihe ist. Und man spürt eben auch im dritten Teil, so langsam kommen die Storylines wieder zusammen, nachdem sie sich ja so im ersten Teil und zweiten sehr weit auseinander entwickelt haben. Und jetzt fädelt sich alles langsam zusammen, sodass es dann im vierten Teil hoffentlich so endet, wie man es sich für die Charaktere wünscht und einfach nochmal mitfiebert. Und es ist, also ich habe mir so ein paar Wörter aufgeschrieben, immer so mal während des Lesens. Es war aufregend, spannend, packend, es hat mich aufgewühlt. Es gab Tränchen, ich hatte Momente zum Schmunzeln.
auch zum Grinsen. Es waren toll ausgearbeitete Details und es war unglaublich bildreich und lebendig. Und das Gleiche gilt eben auch für die Charaktere, dass sie einfach so lebendig waren. Und es hat mich für einige Minuten sprachlos zurückgelassen. Ich saß dann wirklich vor meinem E-Book-Reader und dachte... Und ich saß wirklich davor und habe ihn dann ausgemacht. Ich habe es, ich glaube, um 1 Uhr nachts zu Ende gelesen gehabt und war mit mir und meiner Welt total fertig und dachte, jetzt muss ich schlafen. Und es kreiste und kreiste und kreiste und ich stand, wachte morgens auf und dachte, wow. Und ich war immer noch sprachlos über diese Geschichte und ich finde die toll. Also Erik Kellen hat so ein Gespür für Charaktere, für Entwicklungen und ich glaube wirklich, dass er seine Welt sieht und am Ende wahrscheinlich schon wirklich dort war. Und er gehört für mich wirklich einfach in diese High-Fantasy-Welt. Und wer, wie gesagt, Herr der Ringe, das Lied von Eis und Feuer mag, liebt, dem suchtet, dem nachgeht, sollte unbedingt mal in die Nimmerherz-Reihe schauen, weil es ist wirklich großes, großes, großes Bücherkino. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich hin und weg und... Ich finde es einfach toll und kann nur schwärmen und kann nur begeistert sein und würde am liebsten in diese Geschichte, in diese Welt eintauchen und diese Roa, die ja sehr interessante Wesen sind, am liebsten einfach mal knuddeln. Ich glaube nicht, dass sie sich bei mir knuddeln lassen würden, aber ich finde das toll. Und da schlägt mein High-Fantasy-Herz eben ganz, ganz hoch und bei solchen Geschichten spüre ich einfach, das ist einfach meine Welt und ich kann es leugnen. Frauen, Romane, Historisches und Urban Fantasy lesen und es gut finden, das ist keine Frage, aber hier fühle ich mich einfach daheim und ich einfach hin und weg. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen und mach vor lauter Wortgewalt jetzt direkt mal so eine kleine Pause und dann machen wir mit dem nächsten Buch weiter. Nach einer so genialen Geschichte wie Nimmerherz konnte es eigentlich nicht besser werden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein Hörbuch gehört, ich habe mein Audible-Abo diesmal auf 2 Kurzbücher, Kurzgeschichten gesplittet von Jojo Moyes und habe auch die erste Geschichte direkt gehört und zwar Nachts an der Seine, hat 78 Seiten, eine Hörzeit von knapp 2 Stunden. E-Book 3,99, Hörbuch 9,95 gibt es auch, soweit ich es gesehen habe, nicht als echtes Buch, sondern nur zum Hören oder zum E-Book lesen. Und die Sprecherin ist Luise Helm. Ja, Jojo Moyes mag ich ja sehr, sehr gerne, mag ihre Bücher auch sehr gerne. Es ist immer ein bisschen unterschiedlicher, manche wirklich Buch-Highlights, andere absolut gut. Und Bücher, die auch wirklich einem in der Regel im Gedächtnis bleiben. Und so habe ich mich auf diese Kurzgeschichten einfach sehr gefreut. Und dachte für mein Audible-Abo, eben für ein halbes Abo, habe ich das Hörbuch bekommen. Das zweite ist dann Die Tage in Paris. Das habe ich aber noch nicht gehört in diesem Monat oder in dieser Woche. Ja, wir haben hier Nell, so ein bisschen eine Dorfpflanze, nenne ich sie jetzt mal ganz liebevoll, die mit ihren 27 noch nie aus ihrem Ort irgendwie rauskam. Sie kommt aus England. Und sie macht eine Paris-Reise mit ihrem aktuellen Freund, der sie nicht immer ganz so nett behandelt und ja, sie auch gern mal so sitzen lässt. Und so tatsächlich auch mitten in Paris, sie ist angekommen und er ruft an und sagt, ach Schatz, ich schaff's nicht, mach dir ein schönes Wochenende. Ja, der wäre für mich eigentlich schon gestorben. Aber sie muss sich dann tatsächlich ein Zimmer mit einer Amerikanerin teilen und denkt sich einfach, sie ist jetzt einfach mal jemand anders und läuft eben durch Paris und trifft dort auf Fabio, wie auch immer man ihn jetzt wieder ausspricht, der aktuell an einem Buch schreibt und noch ein bisschen an seiner Ex-Freundin knabbert, also nicht an ihr, aber an der Geschichte mit seiner Ex-Freundin. Meine Güte, das klang jetzt irgendwie so schön zweideutig, ne? Aber ja, und beide treffen sich, haben irgendwie einen tollen Abend und haben dann eben eine Nacht an der Seine, die sie gemeinsam verbringen. Und alles führt dann noch zu einem Tumult, als der Freund von Nell tatsächlich noch auftaucht. Ja. Paris. Bestimmt eine unglaublich schöne Stadt. Ich war noch nicht dort, kann mir aber gut vorstellen, dass sie für eine romantische Reise perfekt ist. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als ein Croissant unter dem Eiffelturm gemeinsam zu essen und die Zeit dort zu genießen. Das Hörbuch
war leider nicht so gut. Es hat Lust auf Paris gemacht. Die Bilder und die Beschreibung von Paris, von der Stadt, von wie die Welt dort so tickt, fand ich sehr, sehr gelungen, hat mir sehr gefallen. Das war auch so ziemlich alles, was mir gefallen hat. Ich mochte Nell nicht, ich mochte dieses Klischeehafte nicht, dass sie da so eine graue Maus ist, noch nie groß irgendwo war und in Paris auf einmal ein sexy Hammerkleid trägt und jemand anders ist. Dazu irgendwie sich noch einer, der eigentlich noch an der Ex, mit der Probleme hat, ein Buch schreibt, nicht weiß, will er das wirklich veröffentlichen, ist das toll, ist das nicht, als von Selbstzweifeln zerstört ist, sie trifft und beide irgendwie eine Nacht haben, die scheinbar das ganze Leben der beiden irgendwie verdreht. Ich fand es zu viel Klischee, ich fand es zu viel Vorurteile, ich fand es überhaupt nicht glaubhaft, ich konnte die Charaktere nicht nachvollziehen und dann nimmt auch die Geschichte ein ganz plötzliches Ende und ich saß so da und dachte, der bedankt sich irgendwie für das Hören bei Audible und ich saß so da, hä? Habe ich jetzt was verpasst? Habe tatsächlich nochmal zurückgespult. Dachte, nee, es hat tatsächlich so geendet. Also ich... Ja, so geht es mir mit dieser Geschichte. Absolut toll fand ich die Sprecherin, die ich auch namentlich erwähnen möchte, Luise Helm, die wohl alle Jojo Moyes Bücher spricht. Sie hatte ein tolles Tempo, eine tolle Aussprache. Es war sehr lebendig. Sie hat das wirklich gut vorgelesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu hören. Aber die Geschichte... Ja, hat für mich keinen Mehrwert. Gar nicht. Also ich glaube, mehr muss ich auch gar nicht sagen, weil man kann so einer Geschichte, die 78 Seiten hat, natürlich auch fast gar nicht mehr erzählen. Aber es ist irgendwie so banal und wenn ich es nicht gehört hätte, wäre jetzt meine Welt auch keine andere gewesen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie... Ja, ich glaube, mehr kann ich auch nicht sagen, außer dass sich die Kurzgeschichte wirklich nicht gelohnt hat. Also ich bin ja auch sowieso nicht ganz der größte Freund von Kurzgeschichten, aber gerade wenn ich zum Beispiel an das letzte Kurzgeschichtenbuch vor einer Woche denke, wo 22 Kurzgeschichten drin war, in diesen kurzen Momenten war so viel drin. Gefühl, zum Lachen, zum Weinen, dass die ganze Bandbreite an Gefühlen in den Geschichten und hier sitzt man irgendwie so da und denkt sich, aha, ja. Dementsprechend bin ich jetzt natürlich sehr kritisch dem zweiten Buch gegenüber und denke, oh, noch ein Jojo Moyes Kurzgeschichte. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt die kommende Woche hören. Mal gucken. Also, ja, es war jetzt nicht wirklich so der Brecher. Ja, kommt halt vor. Ganz anders dann wiederum, Gabriela Engelmann rettet dann sozusagen die Woche. Und zwar Wildrosensommer ist bei mir in dieser Woche auch als echtes Taschenbuch eingezogen. Habe ich ja als Satzfahne vorab schon bekommen. Und diese Woche, und deswegen zeige ich es euch jetzt, weil man da das wunderschöne Cover einfach komplett sehen kann, ist es dann eben in echt eingezogen. Und es ist jetzt eben auch schon erhältlich, sollte ja geplant, 2. April, dann 2. Mai. Und ist jetzt eben schon in der Buchhandlung. Ich habe es auch in meiner Thalia diese Woche schon entdeckt. Ist der neue Inselroman von meiner heißgeliebten Gabriele Engelmann, deren Bücher ich ja immer verschlinge und mich immer wieder freue, wenn etwas Neues herauskommt. Ja, es ist jetzt wie gesagt Ende April erschienen im Knauer Verlag. Wurde mir eben auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Kostet als Taschenbuch 9,99 und merkwürdigerweise auch als E-Book 9,99. Und da muss ich so einen Moment innehalten, weil ich tatsächlich jetzt beim Recherchieren dachte, aha, warum? Ja, darüber können wir uns vielleicht mal ein anderes Mal in der Diskussion unterhalten. Finde ich persönlich schon so ein bisschen dreist, dass man nicht mal einen Euro beim E-Book spart. Also, ich bin halt der Meinung, so ein Buch zu drucken ist einfach teurer als ein E-Book, als Datei. Natürlich muss es auch gesetzt werden und alles, aber... So eine Datei ist für mich eben einfach günstiger wie ein echtes Buch, das ich in den Händen halte. Ich weiß nicht. Aber das hat ja nichts mit dem Buch an sich von Gabriela Engelmann zu tun. Ja, Wildrosensommer. Wir haben hier Aurelia, eine junge, ich weiß gar nicht, wie alt Aurelia ist. War das bekannt? Also eine junge Mutter mit zwei Töchtern, deren Mann vor 2 Jahren spurlos verschwunden ist. Sie haben eine Katze, die heißt Momo, was ich sehr, sehr cool finde. Und sie lebt in München und ist da auch irgendwie glücklich, ist dort als Floristin tätig und lebt irgendwie ihr Leben,
hat aber schon so ein bisschen Probleme mit dem Weggang ihres Mannes und irgendwie fühlt sie sich halt auch nicht so richtig gut an dem Ort und kommt immer wieder so ein bisschen auf das Hausboot zurück, das ihr Mann, glaube ich, irgendwann mal erwähnt hat, glaube ich, oder dann auf dem Zettel geschrieben hat, wir sehen uns dort. Und sie guckt sich dieses Hausboot zusammen mit ihrer besten Freundin, glaube ich, Arbeitskollegin oder Chefin, dann eben in Hamburg an. Und ja, das soll es spuken. Das stört sie aber nicht, denn sie will dem Rätsel des Verschwinden ihres Mannes irgendwie nachgehen und sie will einen Neuanfang und zieht dann mit ihren beiden Töchtern samt Katze Momo eben auf das Hausboot, das vor Hamburg liegt. Und da geht die Geschichte los. Und das fand ich dann wirklich ganz, ganz toll. Ja, sie fängt dort eben ganz neu an mit der Arbeit, mit neuen Bekanntschaften. Auch das Leben ihrer Töchter verändert sich natürlich. Die eine reitet gerne, die andere macht jetzt Kitesurfing. Sie selbst verändert sich, indem sie die Frisur ein bisschen anders hat, andere Klamotten sich zulegt, da eben auch einfach mal auf Shoppingtour geht. Natürlich dann auch mal auf einen neuen Mann, auf eine neue männliche Bekanntschaft trifft. Sie umgibt sich ein bisschen mit Kunst und sie selbst beschäftigt sich eben auch gerne mit Aromatherapie, mit Duftölen und hat da so ein bisschen einen leichten esoterischen Hang, was ich gar nicht negativ irgendwie ausdrücken möchte. Ich fand es sehr interessant, was wir hier darüber gelernt haben und lernen dann eben auch so ein bisschen, was es mit den Rosen auf sich hat. Und das Ganze war eine Geschichte, die ganz anders war als das, was ich bisher von Gabriele Engelmann gelesen habe. Und ich fand es ganz, ganz toll. Man hat in dieser Geschichte einen ganz anderen Einstieg. Man fängt eher ein bisschen bekümmert an, wird ein bisschen in dieses doch traurige Leben von Aurelia geworfen und denkt sich, oh weh, was ist da passiert? Wie konnte es so weit kommen, dass jemand so ist? Und man spürt so ein bisschen, ja, dass da eben nicht alles rund läuft. Und dann eben kommt das Hausboot, was ich eine total coole Idee finde, dass wir uns diesmal auf ein Hausboot wiederfinden. Und das Leben verändert sich und durch die Veränderung wird es eben ein bisschen positiver. Es passieren natürlich nach wie vor Irrungen und Wirrungen und das machen ja die Bücher auch von Gabriele Engelmann so aus und so auch hier. Es war eine tolle Geschichte. Es war gefühlvoll, es war wunderbar beschrieben und Gabriele hat für mich ja wirklich dieses Talent, dass man eben das Gefühl hat, man sitzt mit der Protagonistin aus den Büchern und in dem Fall eben mit Aurelia an dem Tisch und sie erzählt einem die Geschichte. Man hat den Eindruck, man kennt die Menschen in der Geschichte, man lebt vielleicht irgendwie mit ihnen und man bekommt die Geschichte erzählt. Und das ist eine wunderbare Erzählung. Und ich mag das unglaublich gerne. Ich mag diese Gefühle, die ausgelöst werden. Ich mag die Gedankengänge, mit denen man weitergeht. Ich mag, dass es eben ein bisschen anders ist als so typische Frauenliteratur, die ich ja nicht sehr gerne lese, dass es eben immer so einen speziellen Funken hat. Und ich mag das immer wieder gerne und man spürt es auch in diesem Buch, auch wenn es anders an Fahrt aufnimmt als die anderen Bücher, die ich bisher gelesen habe, ist es genau das, was es besonders macht. Ich finde es toll, dass sie da einen anderen Weg eingeschlagen hat und eben uns eher so aus einem Tief in ein Hoch mehr oder weniger gebracht hat und nicht immer so mittig anfängt, tief und dann hoch, sondern dass man wirklich mit so nicht ganz positiven Eindrücken in die Geschichte reingeht und es geht einem eben manchmal einfach das Herz auf. Auch wie sie Orte beschreibt, wie sie das uns mit Gerüchen näher bringt und dann hier auch so dieses mit der Aromatherapie finde ich unglaublich toll. Es macht unglaublichen Spaß und dann einfach auch mal danach weiter zu recherchieren, was könnte einem selbst vielleicht gut tun und ich mag das, weil ich finde wirklich, dass Gerüche etwas ausmachen, dass die Stimmung verändern können und einem dann eben auch einfach helfen, zum Beispiel bei Einschlafproblemen oder was auch immer. Und ich fand das toll. Ich mochte und mag dieses Buch unglaublich gerne und sie hat mich wieder mitgerissen und begeistert und einfach, ja, ganz nah so rangebracht an diese Geschichte. Und man erkennt sich immer mal mit so einem Funken wieder und spürt, dass man den einen oder anderen Gedankengang eben auch einfach manchmal selbst hat. Und sehr schön und sehr besonders war, dass sie ihre Kapitel diesmal mit Zitaten angeführt hat. In jedem Anfang liegt die Ewigkeit, ist zum Beispiel eins, was ich sehr, sehr schön fand. Ich gucke gerade mal, ob ich noch eins finde. Ja, da geht es natürlich dann auch immer mal um die Blumen. Luna, die Göttin des Mondes, ihre Geschwister sind Sonnengott Sol und die Göttin der Morgenröte Aurora, woher ja dann auch so ein bisschen vielleicht der Name abgeleitet wurde von ihr.
Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies, einander lassen. Denn das, was wir uns halten, das fällt uns leicht und ist nicht ernst erst zu lernen. Und es steht dann auch eben hinten drin, wo von wem die Kapitelanfänge sozusagen sind. Also diese Zitate, es gibt natürlich einen Nachweis, wo man dann eben auch weiter recherchieren könnte. Ich fand es toll. Ich fand es eine unglaublich tolle Geschichte, sehr gefühlvoll, sehr echt, sehr lebendig. Und man riecht förmlich das Meer. Und das ist, ja, sie ist nicht umsonst meine Inselfee. Das ist einfach so ganz, ganz toll. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Gabriela. Danke, Knauer Verlag, für dieses tolle Buch. Und ja, wie ihr seht, doch tatsächlich mehr Highlights in dieser Woche als was Negatives. Nimmerherz und Wildrosensommer, wirklich ganz, ganz tolle Bücher. So unterschiedlich sie sind, so toll sind sie sich und teilen sich wirklich diese Woche den Begeisterungsstrom. Ich muss jetzt hier mal kurz mein Bein ein bisschen erschreien, Katze weg. Und ja, das war so ziemlich an Büchern. Dann gab es diese Woche, ja, ich muss kurz drüber sprechen, auch wenn es manche vielleicht langweilt, Game of Thrones Staffel 6 ist endlich da. Und in diesem Zusammenhang habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt, dass ich die PM History gelesen habe. Ich habe sie jetzt also auch komplett ausgelesen. Ich muss wirklich sagen, das Interessanteste war einfach die Thematik um Game of Thrones. Der Rest war okay, aber nicht mehr so packend und spannend. Ja, also man muss sich für ein Thema, glaube ich, tatsächlich interessieren, um die zu kaufen. Es war jetzt nichts dabei, was mich direkt noch so in den Bann gezogen hätte. Also und für 5,50 Euro war es okay, aber es wäre kein Magazin, was ständig bei mir einziehen würde. Game of Thrones Staffel 6. Ja, endlich war sie da. Montagabend, 21 Uhr, Sky Atlantic, glaube ich, war es, ja. Und wir haben gefiebert und dann haben ein paar andere Mädels und ich beschlossen, wir treffen uns heute danach direkt zum Hangout und haben dann einen Live-Hangout gemacht, der leider tatsächlich ein bisschen kurzfristig vielleicht für so manchen, warum wir manchen Zuschauer überrascht haben. Aber es wurde rege diskutiert und wir Mädels haben dann auch beschlossen, dass wir das wöchentlich weitermachen und treffen uns dann eben jetzt am Montag, also morgen, wieder nach Game of Thrones, so circa um 22.15 Uhr, diesmal auf dem Kanal der lieben Lisa, bei Ex Libris Lisa. Ich packe ihren Kanal natürlich in die Infobox, wie auch mein Hangout, was ihr euch ja nach wie vor angucken könnt, alles mal in die Box. Wer dabei sein möchte, hält sich bereit. Man muss dazu natürlich sagen, wir spoilern. Wir sprechen über die aktuelle Folge und da wird natürlich gegebenenfalls, wenn ihr nicht mit dabei seid, gespoilert. Also ihr solltet die Serie gesehen haben und auch einfach gerne mitdiskutieren wollen und mitspekulieren und ja, seid einfach dabei, würde uns freuen. Wie gesagt, ihr findet alles in der Infobox und guckt einfach mal bei Lisa vorbei, ist eh eine ganz tolle und liebe Booktuberin und ja, die wir total angesteckt haben mit Game of Thrones. Ich glaube, sie hat tatsächlich letzten Sonntag erst mit Staffel 5 aufgehört und war im Grunde ganz frisch dabei. Also sehr cool. Weiter dabei sind auch Paddy, die liebe Vilja und die liebe Sabrina. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nein, ich glaube, wir waren tatsächlich zu fünft. Ja, glaube ich, kommt hin. Und ja, in der gleichen Besetzung hoffe ich, dass wir es auch morgen dann wieder schaffen. Und ja, seid einfach dabei. Es war eine geile Folge. Und ich freue mich jetzt, dass es weitergeht. Dann habe ich, ja, diese Woche Netflix ausprobiert. Man kann da ja einen Probemonat nutzen. Und ich nutze den zusammen mit meiner Schwester. Wir haben jetzt dieses Paket zwei Benutzer gleichzeitig oder wie das irgendwie ist. Ja, ich glaube so. Was, glaube ich, dann 10 Euro im Monat kostet. Und wir machen jetzt eben mal den Probemonat, weil ich so neugierig auf die Shadowhunter-Reihe war. Ich bin ja ein großer, großer Fan der Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare und habe die 6 Bände ja, ich glaube, schon 3-mal gelesen. Also ich glaube tatsächlich mit dem 6. Band sogar erst einmal, aber einmal, dann kam der 5. Band und dann der 6. Also 3-mal insgesamt, wenn man so möchte. Und war sehr neugierig. Ich mochte, und das muss ich dazu sagen, den Film schon relativ gerne. Ich fand es eigentlich ganz schön, wie der so aufgebaut war, dass der doch auch sehr nah am Buch blieb. Wenn er auch am Ende hin tatsächlich total doof gespoilert hat für alle, die, glaube ich, dann noch nicht Buch 3 gelesen hatten. Fand ich irgendwie blöd, weil alles, was sich im Band 2 und 3 dann aufbaut, mit diesem Gefühl, was man aus dem Buch 1 hatte, hat eigentlich der Film zunichte gemacht, weil etwas aufgelöst wird, was erst im Buch 3 relevant ist. Und ich glaube, wenn man das dann gewusst hat, hätte im Buch, hätte man manche Gefühle nicht gehabt. Und das fand ich unglaublich ärgerlich und war damals total froh, dass ich beim Film dann, glaube ich, schon bei Buch 5 oder sowas war.
Und ja, der Serie gegenüber war ich jetzt tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil ich so dachte, warum hat man denn mit der Verfilmung im Filmform nicht weitergemacht und hat tatsächlich jetzt eine Serie angefangen. Ja, der Film ist irgendwie gefloppt, weiß gar nicht so recht, woran es lag, weil irgendwie scheint auch Buchverfilmungen zurzeit immer zu gehen. Und ja, auf jeden Fall hat man dann eine Serie gemacht und man hat auch alle Charakter wieder neu besetzt. Das Komische ist, also ich habe jetzt Folge 1 und 2 der ersten Staffel geguckt, das Komische ist, all die Charaktere, die ich im Film geil fand, kann ich irgendwie nicht leiden in der Serie und umgekehrt. Ich war kein Fan von Izzy und Alec im Film. Ich fand die total fehlbesetzt, finde die unglaublich toll besetzt jetzt in der Serie. Ich bin kein Fan des neuen Chase. Ich kann mit dem Schauspieler so gar nichts anfangen, weil mein Chase tatsächlich fast perfekt war, als Jamie Campbell Bauer ihn gespielt hat und ich den wirklich toll fand, wie er da war. Er hatte diese gewisse Arroganz und eben auch das Aussehen, damit man ihm die Arroganz glaubt, was dieser andere Schauspieler jetzt für mich nicht hat. Für mich ist er kein Typ, der arrogant sein dürfte, weil er so geil aussieht, finde ich. Clary, okay, ich fand Lily Collins cool, ich mag sie als Schauspielerin sehr gerne, die neue ist schon okay, ich mag, dass man hier mit den rötlichen Haaren ein bisschen näher gekommen ist, ja, fand ich okay, mal gucken, wie sich's entwickelt. Simon finde ich ganz okay, es ist ja auch ein relativ wichtiger Charakter, sehr cool ist tatsächlich Magnus Bane, der Hexenmeister von Brooklyn, den finde ich auch sehr cool besetzt. Ich mochte den auch schon im Film, finde den aber in der Serie auch durchaus cool und sehe, jetzt ist irgendwie schon gleich wieder 20 Minuten rum und machen mal eine schnelle Pause. So, und gleichzeitig habe ich ein bisschen Licht gemacht und hoffe, es ist nicht ganz so duster, aber es wird natürlich jetzt abends immer ein bisschen dunkler. Ja, aber es wird gerade gehen. Ja, also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob sie mir gefällt. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen wirr zu und für mich nicht ganz so als Buchfan, wo ich denke, man hat sich da nicht wirklich an die Buchvorlage scheinbar gehalten. Aber gut, man muss das natürlich ein bisschen freier interpretieren und es stört mich ja grundsätzlich nicht. Ich bin einfach gespannt. Natürlich kann man jetzt nach 2 Folgen, ich glaube von 10, noch nicht so viel sagen, wenn tatsächlich 10 Folgen vielleicht Staffel 1 und 2 irgendwie beinhalten. Weiß ich nicht, wie man das aufgeteilt hat, muss ich mal noch ein bisschen recherchieren. Mich hat die erste Sendung aber nicht so abgeschreckt, dass ich gesagt hätte, ich gucke gar nicht weiter. Dementsprechend habe ich natürlich jetzt Folge 2 geguckt und werde auch, denke ich, jetzt einfach weiter gucken, weil ich kann es ja zum einen auf dem Handy schauen und zum anderen über den Chromecast dann eben auch auf dem Fernsehen, was natürlich sehr, sehr schick ist. Auf Netflix gibt es natürlich auch noch so ein bisschen was anderes. Man kann ja auch Filme gucken. Ich habe jetzt auch entdeckt, dass man Fuller House sehen kann, also die Fortsetzung von Full House, was ja Ende der 80er, Anfang der 90er eine sehr coole Serie war, halt so, na, für so Kinder, Jugendliche. Und jetzt geht die Geschichte so mit fast allen Schauspielern sozusagen weiter. Finde ich eine sehr coole und lustige Idee. Habe ich mir jetzt auch schon eine Folge angeguckt. Es ist halt so, man hat den Eindruck, dort wiederholt sich jetzt einfach die Geschichte nochmal, nur ein bisschen anders. Mal schauen, ob ich das weiter gucke. Ansonsten, wer Netflix hat und coole Serien hat, die er mir empfehlen möchte, gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir probieren jetzt einfach mal den Probemonat aus und ich möchte zumindest wahrscheinlich die Shadowhunter-Reihe möglichst durchgucken und mal gucken, was ich sonst noch so entdecke. Ob wir dann tatsächlich weitermachen, weiß ich jetzt noch nicht. Dann habe ich natürlich ein bisschen was anderes auch noch gelesen und zwar habe ich die neue Herzstück gelesen. Die hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gezeigt und zumindest damit begonnen. Es sind ja Zeitschriften, die ich immer unglaublich gerne lese, die ich, ja, im Grunde würde ich immer morgens lese, so kurz nach dem Aufstehen und halt auch mal zwischendurch, finde ich immer sehr, sehr schön. Und dann ist diese Woche neu die Happiness bei mir eingezogen und auch die habe ich dann gestern in der Badewanne gelesen. Da wollte ich das Buch von Gabriela nicht mitnehmen und dachte, nimmst du die Happiness mit? Und da ich dann, glaube ich, tatsächlich eine Dreiviertelstunde in der Wanne lag, bin ich da wirklich sehr weit gekommen. Habe dann heute früh, also Samstag früh, Gabriela zu Ende gelesen und habe dann heute, als ich ein Stückchen auf dem Balkon saß, da drin weitergeblättert. Und ich mochte und mag das Cover unglaublich gerne. Es ist hier ja Ganesha drauf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Ganesha. Und das ist ja der Elefantengott, sowohl bei den Buddhisten wie bei den Hindus ist das ja mit einer der wichtigsten Götter. Finde ich unglaublich schön. Und darin geht es im Grunde hier auch so ein bisschen über inneres Glück, finde, was dich wirklich erfüllt.
fand ich sehr toll. Ich mochte auch so manche Rezepte, die habe ich mir mal hier drin markiert. Und es gibt zum Beispiel, was ich total interessant fand, wenn du dir aussuchen könntest, wo du wohnst, also wo dein Seelenhaus steht. Das fand ich sehr toll. Wie hieß der? Wenn mein Leben ein Haus wäre, und dann muss man eben, oder soll man eben überlegen, wo könnte das Haus stehen? Im Wald, am Meer, in der Wüste, am Fluss, an der Brücke, in den Bergen, bei der Stadt oder am See? Und was einem dann eben das Unterbewusstsein damit sagen möchte. Und ich habe am Meer ausgewählt, das verrate ich. Und es hat fast wie die Faust aufs Auge gepasst, wo ich so dachte, irgendwie könnte das tatsächlich stimmen, was da drin steht. Ja, jeder, der die Happiness hat, kann jetzt mal nachlesen, was sich Steffi dabei gedacht hat. Wenn ihr die Happiness habt und könnt ihr mir vielleicht auch gerne mal reinschreiben, was, wo ihr euer Haus hinstellen wollt, wenn es euch nicht so privat ist, fand ich sehr interessant. Also man lernt tatsächlich ein bisschen was von sich selbst. Gott, ach Gott, so viel Zeug diese Woche. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Habe ich noch was geguckt? Ja, wir haben Sonntagabend A World Beyond gesehen mit George Clooney und der Schauspielerin, die auch bei Under the Dome mitgespielt hat. Ich habe es ja grundsätzlich nicht mit Namen. Eine sehr coole Idee, wie ich fand. Es geht ja darum, so ein bisschen A World Beyond. Also es ist auf jeden Fall ein Filmtipp für jeden, den ihn noch nicht kennt. Ich habe ihn im Kino nicht gesehen, habe ihn jetzt tatsächlich erst auf Sky entdeckt. Und bin dann auch eher per Zufall, sind wir dort hängen geblieben, haben ihn angeguckt. Also es geht da ja auch so ein bisschen um diese Gedankengänge, dass ja so viel Dystopie aktuell modern ist, egal ob im Film oder im Buch, dass uns ja wirklich das Schlimmste von der Welt erzählt wird und wir es ja irgendwie cool finden und lesen und interessant finden und das gar nicht so erschreckend eigentlich finden. Und dass es eben mal so eine Zukunftswelt gibt, eben a World Beyond, in der alles toll ist, alles funktioniert, alles weiß ist, sauber ist, ordentlich ist. Und dass diese Zukunft für uns aber zu bröckeln beginnt und George Clooney sozusagen ein bisschen den letzten Anker zu dieser Welt ist und eben die Schauspielerin da eben dahin gebracht wird zu ihm über scheinbar einen Roboter und ein cooler Film. Also ich fand ihn sehr cool, ich mochte die Sprüche darin, ich mochte den Humor, ich mochte die Idee mit dieser... Uns wird Dystopie gezeigt, damit wir uns daran gewöhnen, dass die Welt einfach schrecklich ist. Und eigentlich sollten uns Dystopien wohl warnen, aber wir finden sie alle so cool, dass wir gar keinen Bock auf die Warnung haben. Fand ich schon einen sehr coolen und Gedanken und fand ich wirklich einen tollen Film. Also wer ihn noch nicht kennt, kann da gerne mal in den Film gucken. Fand ich wirklich sehr, sehr toll. Hat mir gut gefallen. Dann sind neue Handyhüllen bei mir eingegangen und eine stehe ich gerade da. Ich habe ja ein Nokia Lumia und vergnüge mich jetzt mit neuen Handyhüllen, anstelle mir ein roségoldenes iPhone zuzulegen. Ja, es ist einfach zu teuer. Aber gut, ansonsten gucke ich mich um. Ich glaube, mehr war die Woche nicht. Ich finde, es reicht auch fast an Büchern, Filme, Serien. Also ich, ja, mehr Zeit hat man ja schon fast gar nicht mehr. Und man möchte ja auch manchmal noch ein paar Freunde treffen oder telefonieren, ne? Also, oder skypen. Ja, ich glaube, das war es soweit von der Woche. Das Video hat jetzt auch, glaube ich, lange genug gedauert. Ich überlege nur, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach ja, bei mir ist eine tolle, tolle Überraschungsbox eingezogen. Und zwar hat die ein bisschen was mit der lieben Cossi und dem Teewicht zu tun. Und ich habe, wie das Paket ankam, jetzt gestern, ja, natürlich auch ein Überraschungs-Unpacking gedreht, das ich euch am Dienstag hochladen werde. Ihr könnt aber jetzt schon mal bei der lieben Cossi im Teewicht-Video vorbeigucken. Es gibt eine neue Teewicht-Cossi-Box. Das packe ich euch mal in die Infobox und guckt einfach mal bei ihr vorbei. Nicht, dass ihr dann sagt, warum hast du uns nicht erzählt, dass es die neue Teewicht-Box gibt. Guckt, das ist ein sehr cooles Video, habe ich sehr genossen. Ich glaube, geht über eine Stunde von Cossi, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und freut euch auf mein Video am Dienstag, da, ja, Überraschung, Surprise, Surprise pur, also und pure Gefühle und ja, guckt einfach mal vorbei. Und am Donnerstag wird es dann den Büchermonat geben, ja. Ich glaube, es wird auch Zeit. Neuzugänge gab es ja schon am Freitag. Es ist ja tatsächlich einiges bei mir eingezogen. Und guckt da gern mal vorbei. Und jetzt höre ich auch auf mit Plaudern. Wünsche euch nun einen schönen 1. Mai, auch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr konntet das Wochenende bis dahin genießen. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Kommt auch gut in die neue Woche, in den neuen Monat. Und denkt dran, der Mai macht immer alles neu. Neu macht der Mai, oder wie heißt das? Ich glaube irgendwie so, richtig. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.